Sie gerade testen. Das habe ich bemerkt. Du bist aber sehr unnett zu meiner neuen Sekretärin. Und du bist viel zu nett zu ihr. Glaubst du, ich habe das nicht bemerkt? Aber, zu einem hübschen Mädchen ist man eben netter. Hübsch. Das ist eine Durchschnittserscheinung. Das ist doch keine Klasse. Klasse? Was du einer Sekretärin zahlst, dafür kann ich ja nicht die Sophia Loren engagieren. Und wobei nicht einmal feststellt, ob sie stenografieren kann, die Loren. Genug Humor. Ich habe da einen Expressbrief gekriegt von der Chalupka. Wer ist das? Na, die dicke Schwitzende, die bei uns in der Buchhaltung war. Wir haben schon so viele dicke schwitzende Buchhalterinnen gehabt, aber Chalupka ist, was schreibt sie? Ungeheures. Sie ist nämlich jetzt bei der Firma Svoboda und Prims. Ausgerechnet, bei unserer schärfsten Konkurrenz. Na, und was schreibt sie? Ja, ich habe nämlich mit ihr ausgemacht, dass sie mir schreibt, wenn die etwas gegen uns, ich meine, wenn da was im Gang ist, weil ich zahle natürlich etwas für ihre Informationen. Ach, die spioniert für uns bei denen. Muss ich ja schützen gegen so eine Gangsterbande. Und Gangster sind sie. Sowohl der alte Svoboda und schon gar der junge Brims. Weißt du, was die schreibt? Die haben nämlich jetzt unsere Dessins. Nein. Und die gefallen ihnen? Die gefallen jedem. Und mir nicht. Aber bitte, bei Svoboda und Brims ist ja alles möglich. Jawohl. Es ist auch möglich, dass die mit unseren Dessins auf ihren Polstermöbeln früher herauskommen als wir. Na, und dann stehen wir da. Was allerhand. Also, da ist jemand da, der für die spioniert. Sag's ja, Gangsterbande, das ist doch die größte Gemeinheit gegen eine Konkurrenz. Moment, wir machen ja das Gleiche. Nicht, aber wer kann das sein, der bei uns für die spioniert? Jeder. Fast jeder. Ja, also, Friedi, wir müssen auf die Bank zum Direktor Kurz. Mach dich fertig. Ich bin ja fertig, oder soll ich mir für kurz einen Frack anziehen? Ich mach keine Witze, die macht er schon selber. Ja. Was ist was Besonderes, Frau Herz? Ja, ich habe vorhin vergessen, Ihnen zu erzählen, dass ich gestern zufällig den Herrn Svoboda von der Firma Svoboda und Prims getroffen habe. Zufällig? Komische Leute treffen Sie. Na und? Er hat gesagt, er lässt Sie nicht grüßen. Noch ein Witzbeutel. Und er hätte herausgekriegt, dass eine gewisse Chalupka bei ihm für uns spioniert. Ich habe natürlich heftigst widersprochen, ihm gesagt, dass Sie so etwas nie zulassen würden. Das stimmt doch, Herr Chef. Ja, sowas würde ich nie zulassen. Und der alte Svoboda hat gesagt, dass er die Chalupka noch heute hinausschmeißt. So. Naja, also ich kenne keine Chalupka. Ich danke Ihnen jedenfalls für Ihre Information, aber jetzt, Friede, komm. Wir müssen gehen. Ich habe gar nicht gewusst, dass Sie den Svoboda so gut kennen. Gut. Ja, wie man eben Leute aus der Branche kennt. So. Mhm. Tja, gehen wir vielleicht durch mein Büro. Ich muss mir noch meinen Mantel nehmen. Ja, mir kommt allerdings der Name Chalupka sehr bekannt vor. Ja, komm, red dich in Kambierbeln und gehen wir. Herein in mein Kämmerlein, das Doppelte, der Senior und das Junior. Herzlich willkommen oder will auch nicht kommen. Guten Tag, meine Herren. Guten Tag, Herr Direktor. Ich freue mich, dass Sie so guter Laune sind. Was soll die schlechte Laune nützen? Das böse Ende kommt ja drum. Nehmen Sie Platz, meine Herren. So, erster Klasse, Papa Kurz heißt Sie willkommen. Danke. Also, um es kurz zu machen. Warum kurz? Weil ich so heiß. Name ist Schallo drauf und Meldezettel. Darf ich Ihnen vielleicht etwas Geist anbieten? Einen Cognac oder? Nein, danke. Ich trinke nichts am Vormittag. Ja, und ich darf auch nicht. Und ich will auch nicht. Drei Herzen und ein Schlaganfall. Passen Sie auf, kennen Sie den? Ja. Wieso? Ich hab doch noch gar nicht Angst. Ich meine den, wo der Schuh in Blau den Schuh in Grün trifft. Ja, den haben Sie mir doch vorige Woche im Café erzählt. Ich habe sehr gelacht. Ach so? Ja. Also, dann lachen Sie jetzt über einen anderen. der ist gut. In Afrika geht ein Elefant zur Tränke. Und wie er seinen Rüssel ins Wasser steckt, beißt ihm ein Krokodil das Spitzel ab. Sagt der Elefant, Witze sind das. Sehr gut, köstlich. Wieso? Sie lachen aber nicht. Das tut der Elefant leid. Also folgendes. Moment, da habe ich noch einen. Vielleicht verstehen Sie den. Sagt der eine zum anderen, du warst gestern so besoffen, dass du mir hast den Stephansdom verkaufen wollen. Sagt der andere, und du warst noch viel mehr besoffen, du hast mir den Stephansdom abgekauft. Köstlich. Ja, immer wieder haben Sie einen Witz. Ich habe noch mehr. Ich hab auch gepfefferte für die reifere Jugend. Passen Sie auf. Ja, leider müssen wir bald weg. Man könnte Ihnen ja stundenlang zuhören, aber wer hat heutzutage schon Zeit? Na ja, wir treffen uns einmal zu einem gemütlichen Plausch. Aber ohne Ihren Vater. Der ist ja leider nicht mit Humor gesegnet. Wieso? Ich hab doch sowieso gelacht.
beim zweiten. Na, ein bisschen. Normalerweise kriegt man eher von einer Kobra ein herzhaftes Lächeln heraus, als von Ihnen. Dafür machen Sie mit Kobras keine Geschäfte und mit uns schon, nicht? Also bitte zum Geschäft. Wie Sie wollen, bitte. Und das eine sage ich Ihnen, Ihnen erzähle ich keine Witze mehr. Trifft mich zwar hart, aber ich bin Schicksalsschläge gewöhnt. Solange Sie uns Kredite geben. Ah, Sie wollen vielleicht tatsächlich einen Kredit von mir? Na, was denn haben Sie geglaubt? Wenn ich extra Wurst will, dann gehe ich zum Fleischhauer. Wenn ich Kredite will, gehe ich auf die Bank. Wir kriegen ja jedes Jahr um diese Zeit von Ihnen einen kurzfristigen Kredit. Huje, kurzfristige Kredite sind teuer. Wem sagen Sie das? 8,5%, das ist ein Wahnsinn. Dieses Jahr müssen es sogar 9% sein. Ein Witz, Herr Direktor. Wir haben erwartet, dass Sie uns 1% nachlassen, oder besser gesagt 1,5%. 2% wäre noch günstiger. Ja, 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 und gar kein Prozent, das wäre ein Bombengeschäft für Sie. Da widerspreche ich Ihnen nicht, aber leider, leider, dieses Jahr 9%, unter 9% ist nichts zu machen. 9% ist mit uns nichts zu machen. Bitte, 8% von mir aus. Aber von mir aus nicht. Sie haben doch bis jetzt 8,5% bezahlt. Na ja, schweren Herzens. Schauen Sie, die Möbelbranche ist doch momentan gar nicht lukrativ. Ja, immer noch lukrativer als das Bankgeschäft. Und wenn ich Ihnen heuer wieder nur 8,5% berechne, so tue ich das aus reiner Freundschaft. Aber 8,5 ist das Minimum. Ja? Na ja, also bitte, ich meine, was meinst du? Ja. 8,5, wie immer. Na also, warum geht's denn jetzt? Sagte die Jungfrau. Ich rufe gleich die Konopatsch rein, sie soll das Formular bringen. Ah, apropos, kennen Sie den? Zwei Schotten treffen sich. Wer ist dieser Schauspieler? Du bist ungebildet. Das ist der Hansi Ruhland, unser Boxeuropameister. Schaut aber nicht aus wie ein Box. Ich wünsche mir nicht, eine von dem auszufassen. Gib ihm keine Gelegenheit dazu. Wo fahren wir jetzt hin? Nach Haus. Die neue Haushälterin kommt sich ja vorstellen. Bin neugierig, was das wieder für ein Monstrum ist. Ich ahne fürchterliches. Also, was ich so gesehen habe, von der Wohnung und so, gefällt es mir ganz gut bei Ihnen. Auch vieles ist natürlich vernachlässigt und so weiter. Also, Ihre frühere Haushälterin? Naja, ich will über eine sogenannte Kollegin nicht Schlechtes aussagen, aber... Warum nicht? Ich habe sie entlassen, weil sie schlampig war, ne? Da nutzt es auch nichts, dass wir dreimal in der Woche eine Raumpflegerin haben. Na, der wird man auch heraufsteigen müssen, der Person. Ja, aber bitte... Vorsichtig, die ist schon jahrelang bei uns, wenn die uns davonläuft, sowas kriegt man heutzutage sehr schwer. Haushälterinnen bekommt man noch viel schwerer. Gute. Es ist ein Zufall, dass ich gerade frei bin. Ein Unglücklicher. Ich meine, ein Unglück. Mein Brotgeber, der Fabrikant Frelich, ist verunglückt, natürlich tätlich im Auto. Schrecklich. Oh, er war sofort tot. Na, das ist wenigstens etwas. Allerdings hat er keine Zeit mehr gehabt. Ich meine, Sie haben nicht ein Zeugnis von ihm? Zeugnisse habe ich genug. Ich war 7 Jahre beim Grafen Walderheim, bis zu seinem Tode. Und dann 3 Jahre beim Cafetier Meller, bis es auch ihn hinweggerafft hat. Aha. Sagen Sie, Sie haben nicht zufällig einmal einen Posten verlassen, solange Ihr Chef noch am Leben war? Ja, gelegentlich. Besonders, wenn ich mit den Konditionen nicht zufrieden war. Aber, und das ist mein Stolz, die meisten der von mir betreuten Herren haben mich bis zu ihrem seligen Ende bei sich behalten. Und ich hoffe, dass ich, wenn Sie... Ja, also ich habe nicht die Absicht, Sie erbeuzen. Ich meine, das könnte für Sie ein Dauerposten sein. Abgesehen davon, dass er auch einmal einer Sie überleben könnte, Frau... wie war Ihr Name? Kürz, bitte. Philomena Kürz, ich bin Witwe. Mein seliger Mann war Dachdeckermeister und ist... Vom Dach gestürzt. Nein, nein, ganz friedlich, Lungenentzündung. Ja, Sie sehen, ein Unglück kommt schnell. Aber ich habe das Gefühl, der Herr Sohn... wäre mit meiner Wahl nicht einverstanden. Hier entscheide ich und sonst niemand. Das Häusliche überlässt mein Sohn mir. Ja, ja, mit dem größten Vergnügen. Die haben schon so viele Haushälterinnen gehabt, kommt es auf eine mehr oder weniger auch nicht an. Ist ein kritischer junger Mann, der Herr Sohn. Er ist ein bisschen nervös, aber... wann könnten Sie denn bei uns eintreten? Ja, wenn es sein muss, morgen. Morgen Nachmittag. Vormittag habe ich ein Begräbnis. Meine Tante ist gestorben, ganz plötzlich, mit 80 Jahren. Mein Beileid. Ja, und über Ihr Gehalt. Ja. Sprechen wir morgen noch ein Begräbnis.